So, da sind wir wieder. Urgranaten noch weggelegt, die Piraten ausgelöscht. Und das Zeug schnappen. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal sehen, wo gibt es denn hier Geysire nah beieinander? Da drüben. Kolonie, unfassbar, Paket wird abgesetzt. Bumm. Eigentlich keine Kuppel nötig, aber auch okay. Kolonieplaner. Ich kann nichts bauen, auch wenn es Terra Score 1 ist. Das ist irgendwie idiotisch. Oh, lalala. Oh, lalala. Den kann ich hier auch wieder kaufen. Das ist nervig. Okay, ich brauche Geld. Aber meine Sachen hier möchte ich nicht verkaufen. Die möchte ich behalten. Meins! Alles meins! Aber vielleicht kann ich ja jetzt noch eine Handelsroute aufmachen. Nein, mit dem Reich. Das ist mir ja schon richtig freundlich gesonnen. Immer nur am Meckern. Untersuche die Lebensformen auf Zor 2. Untersuche die Pflanzen und Tiere auf dem Planeten Zor 2 im Yes-System. LOL? Ich soll auf ihren eigenen Planeten rausfinden, wie ihr Ökosystem ist? Ganz ehrlich, what the fuck? Jetzt gerade ein bisschen lachhaft vor. Also eine kleine Pflanze, das habe ich auch, das habe ich auch. Aha, da fehlt mir noch eine Spezies, die ich noch nicht gescannt habe. Müsste ein Pflanzenfresser sein. Pflanzenfresser. Wenn es da überhaupt noch welche von den Viechern gibt. Ach da! Die Gleeps. Gleep. Sind schon interessante Namen, die sich da Maxis da ausdenkt. Schaffe ein Fürst Katmundu. Das werdet ihr mir übel nehmen, weil ich das von eurem Planeten entführen muss. Obwohl... Och Gott, lasst mich doch einmal in Ruhe. Da ist wieder nichts.
Oh Gott, Knarf! Lasst mich mal in Ruhe! Ich bin ja schon so viel beschäftigt, wie ich kann! Ja, ich bekomme irgendwann die Möglichkeit... Okay, Leute, erst ein Auftrag. Dann kümmere ich mich um den Planeten Sora. Ja, danke, danke, danke. Ja, danke, dürfte ich jetzt bitte? Danke. Ja, ich hab's kapiert. Ja, und ich kann jetzt euer System kaufen. Ist auch in Ordnung. Gott! Lasst mir eine Pause! Ich brauche eine Pause! Selbstsicher. Sehr gut. Der verkauft gar nicht. Okay, dann klaue ich mir gerade jetzt mal ihr Zeugs. Aua, das tat jetzt weh. So, und jetzt kann ich ja einen Planeten des Grobit-Reiches aufkaufen. Wir haben einen ungläubigen Steuer von 160.000 Spore-Dollar beschlossen. Fällig sofort, Forderung ignorieren. Die können mich mal. Ich hab's nicht nötig. Mati, ich würde gerne dieses Sternsystem käuflich erwerben. Heilige Scheiße! Nipp, geht nicht. Ich müsste erst mehr Aufträge erfüllen. Die können ich auch kaufen und die können ich auch kaufen. Scheiße! Bald kann ich das komplette Grobit-Reich aufkaufen. Moment. Nein, nein, nein. Gut. Nein, nicht stören, nicht stören. Verdammte Eltern. Immer nur am Stören. Nein, das ist das falsche Handelsroute. Idiot. Aber trotzdem, ich brauche jetzt dringend Geld. Ich brauche Geld. Bloß woher nehmen? Sammle ich hier ein bisschen Gewürze ein. Handel. Jetzt kannst du mir das Teil ja mal geben. So, jetzt kann ich noch weiter fliegen. Und jetzt hole ich mal auf allen meinen Planeten ein bisschen Gewürze ab. Die haben natürlich keine Gewürze. Wie sieht's hier aus? Habt ihr Gewürze? Nein, habt ihr nicht. Du hast keinen Lagerraum mehr für Gewürze. Lügt mich nicht an. So. Oh ja, das verkauft sich gut. Jawohl. Du hast die Kaufmann 1-Plakette erhalten. Yeah.
Ah, ich habe jetzt 6 gelbes Gewürz nochmal bekommen. Wie lässt sich das bei denen verkaufen? Gar nicht. Ich hole mir jetzt aber besser mal den größeren Frachtraum. Das ist jetzt einfach nötig. Boah, mit dem Handel per Gewürz kann man so richtig viel verdienen. Das ist echt erstaunlich. Das gelbe Gewürz hingegen kann ich gut auf meinem Planeten verkaufen. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hier haben wir noch einen Planeten von mir. Gibt es hier was? Nope. Boah, wie ich jetzt fliegen kann, das ist echt erstaunlich. Nee, das ist kein Planet von mir. Wo habe ich denn noch Planeten von mir? Nirgends. Schade. Ich habe jetzt noch 2-mal rotes Gewürz. Ich stehe bei denen gerade mal hellblau. Das gelbe Gewürz, das kaufe ich jetzt mal auf. Leb wohl. Das hat mich jetzt 6500 pro Gewürz gekostet. Dann wollen wir doch mal sehen, wie sich das auf meiner Heimatwelt verkaufen lässt. Heimatwelt, sagte ich. So. Handel. Für 4.490, nee. Da muss ich einen... Ich hatte doch irgendwo eine Spezies, die das gelbe Gewürz wirklich in Massen gekauft hat. Für richtig viel Geld. Nope. Ich muss einen Kaufpreis finden, der höher ist als 6.000. Willkommen im Kapitalismus. Nein, die verkaufen gelbes Gewürz, allerdings sehr billig. Mehr kann ich nicht einkaufen. Ja, das kann ich verkaufen. Und das kann ich auch für 14.000 verkaufen. So, jetzt muss ich das gelbe Gewürz nur noch abschlagen. Die haben da hinten nur rotes Gewürz. Mal sehen. Nee. Die haben nur rotes. Die haben nur gelbes. Oh Gott. Nimmt das mal ein Ende. Die haben auch praktisch nur gelbes. Die haben kein gelbes. Wieso kann ich mit denen nicht handeln? Arschlöcher! Ich habe kein Geld mehr! Wie unfreundlich! Oh mein Gott! Da bin ich jetzt ja mal plötzlich auf ein großes Reich gestoßen. Oh, das sind so freundliche. Handel. Ja! Boah, scheiße, Mann! Meine Güte, jetzt habe ich Geld abgesandt. Das blaue Gewürz kaufe ich selbst auf. Du hast die Goldesel 1 Plakette erhalten. Geil. Okay, bei denen muss ich später nochmal vorbeigucken. Bei denen lässt sich richtig viel Geld einsammeln. Heilige Scheiße. 500.000 allein für gelbes Gewürz. Ich muss überall jetzt gelbes Gewürz einkaufen und zu den gelbes Gewürz, her damit. Kaufen. Weg. Nächster gelbe Gewürzplanet. Da. Der Planet mit gelbem Gewürz da drüben ist auch bewohnt. Ja, damit. Tschüss. Boah, mit dem gelben Gewürz werde ich jetzt so einen richtigen Handelsaufschwung haben. Bald kann ich mir ein komplettes System kaufen. Halt die Klappe, Uhr.
Das will ich jetzt noch machen. Boah, da lohnt sich jeder Kaufpreis für gelbes Gewürz. Wenn ich das für 16.000 oder 14.000, wie viel das auch jetzt war, verkaufen kann. Boah. Energiespeicher her damit. Ich kann nicht länger fliegen. Wo gibt's noch gelbes Gewürz? Da! Ich kaufe jetzt sämtliches gelbes Gewürz auf. Ich werde diesem scheiß Volk so reich werden. Oh, ein gelbes Gewürz. Wie langweilig. Na okay. Ich werde jetzt hier überall noch gelbes Gewürz einsammeln. Wir sehen uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge wieder. Ciao!